Ja, ich bin Julia Kaufold, die Autorin des Romans All die schönen Tage. All die schönen Tage erzählt die Liebesgeschichte von Stella und Max. Und ein ganz besonderes Element taucht in dem Roman immer wieder auf. Das ist die schöne Tagebox. Das ist ein Kästchen, das Stella von ihrer Mutter geschenkt bekommt und in dem sie all die schönen Erlebnisse ihres Alltags, ihres Lebens notiert. Das ist ein Kästchen, das muss man sich so vorstellen, da sind 365 Karten drin, für jeden Tag des Jahres eine Karte. Und wenn Stella später diese Box durchblättert, tauchen vor ihren Augen dann all die schönen Erlebnisse auf, die sie hatte, Erlebnisse, wo sie sich ganz glücklich gefühlt hat, wo sie ganz bei sich war. Und wir haben uns überlegt, wie so eine Box aussehen könnte. Wir haben gedacht, das wäre eine gute Möglichkeit. Und ich möchte diese Box heute mit euch basteln. Ja, hier seht ihr die Druckvorlage zur Box. Die schneidet ihr einmal aus. Es gibt da natürlich zwei Seiten. Einmal den Deckel der Box, das ist dieses Papier. Und einmal das Unterteil, also die Box selbst. Beides wird ausgeschnitten. Dabei ist darauf zu achten, dass der Deckel etwas größer ist als das Unterteil. Das sieht man hier. Es müsste eigentlich bei euch im Ausdruck auch so passieren, aber da ist nochmal wichtig, darauf zu achten, sonst passt es schlussendlich nicht so richtig zusammen. Wenn es ausgeschnitten ist, sieht es dann so aus. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Unterteil an. Dafür drehen wir es um, falten es einmal in der Mitte. Achten immer darauf, dass wir diese Knicke besonders festziehen, weil sonst die Box am Ende nicht so schön wird. Entschuldigung, ich war etwas zu schnell. Dann falten wir dieses Teil zur Mitte hin. Und das gegenüberliegende ebenfalls zur Mitte hin. Klappen das beides wieder auf. Und falten das Blatt auch so rum nochmal zur Mitte. Auch wieder hier die Knicke festziehen. Man profitiert wirklich am Ende davon, dass die Box stabiler ist. Und hier das gleiche Spiel wie gerade. Wieder zur Mitte hin falten, auf beiden Seiten. Nochmal zur Mitte hin. Wenn wir es jetzt aufschlagen, müssten wir 16 Quadrate haben, 4 in jeder Reihe. Jetzt nehmen wir es so und falten hier so Dreiecke zur Mitte hin. Das ist ein bisschen wie früher das Himmel- und Hölle-Spiel. Ich weiß nicht, ob das einige kennen. Das haben wir in der Grundschule gemacht. Das auf allen vier Seiten. Wenn wir das haben, klappen wir zwei Seiten auf. Haben es jetzt so vor uns liegen. Jetzt falten wir diese Seite, ohne dass das Mittelteil verrutscht. Das ist wichtig, dass diese Spitze an Ort und Stelle bleibt. Falten wir, na, das ist nämlich gar nicht so einfach. Zumindest für Menschen wie mich, die gar nicht so große Bastelqueens sind. Ich hoffe, ihr könnt das sehr viel besser, ich bin überzeugt. Und falten das auch wieder zur Mitte hin, ohne dass diese Spitze sich verschiebt. Da wird es nochmal aufgemacht. Wir sehen, dass hier schon die Form der Box. Genau, wir falten es nochmal ganz auf und nehmen die anderen Ecken. Dann knickt man diese Seite auch wieder in der gleichen Art und Weise, dass die Spitze an Ort und Stelle bleibt und die gegenüberliegende Seite auch. So. Dieses Teil falten wir jetzt nur ein Stückchen auf, nämlich so. Jetzt
drücken wir hier an den Seiten mit dem Daumen rein, dann geht das Hinterteil ganz nach oben. Nehmen es hier und falten es über den Rand zur Mitte hin. Dasselbe auch auf der anderen Seite. Hier reindrücken, das Ende geht nach oben, es wird über den Rand gefaltet und reingedrückt. Wenn man möchte, kann man hier das Mittelteil noch mit einem kleinen Tesafilm fixieren, dann hält die Box etwas besser. Ja, und hier haben wir die fertige Box, das fertige Unterteil. Und das Oberteil ist genauso zu basteln wie das Unterteil. Hier haben wir also die fertige Box, einmal der Deckel, einmal das Unterteil. Man kann sie dann so einfach ineinander stecken. Und in die Box gehören die Kärtchen, die schönen Tageboxkarten. Da haben wir ebenfalls eine Druckvorlage zum Download. Die sehen so aus. Steht drauf, heute war ein schöner Tag, weil... Und ich schreibe jetzt mal etwas darauf. Weil ich heute auf dem Balkon in der Sonne gesessen habe. Und nichts unterstrichen getan habe. Das Kärtchen kommt in die Box. Wenn man möchte, kann man hier oben auch noch das Datum draufschreiben. Das lege ich jetzt hier rein und so sammeln sich all die schönen Augenblicke des Lebens in einer Box. Und in dieser Box liegen irgendwann dann natürlich ganz viele Kärtchen. Und wenn man die Box öffnet, irgendwann mal später, und in den Kärtchen blättert und liest und all die schönen Momente vor dem inneren Auge wieder auftauchen, dann merkt man, wie schön das eigene Leben eigentlich ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt auch ganz wild eure eigenen Boxen bastelt, und Bilder davon könnt ihr dann auch sehr gerne unter dem Hashtag #BestFriendsMemories posten. Viel Spaß dabei!